Robbe hier, willkommen zurück zur neuen Folge von Samurai Swar und heute dreht sich alles mal um die Ehre in diesem Spiel. Wie bekommen wir die Ehre? Was bringt uns die Ehre? Was kriegen wir für diese Ehre? Und da habe ich heute wirklich eine krasse, erstaunliche Entdeckung gemacht. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Diese Ehrengebäude, die man da bauen kann, ich habe die voll vernachlässigt. Aber da schauen wir gleich mal rein. Wir machen es beim Kampf, würde ich sagen, denn wie bekommen wir die Ehre? Natürlich durch Kämpfe. Je höher wir im Ranking sind, desto mehr Ehre bekommen wir auch. Wo bin ich denn gerade? Wo steht das denn eigentlich? 3 bekomme ich jetzt. Genau, hier unten steht es drin. Ehepunkte für jeden Grad. Also je höher wir sind, Anfänger 2, Anfänger. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man mit dem Spiel anfängt, ist man Anfänger. Sobald man einen Kampf gemacht hat, kommt man überhaupt jemals wieder auf Anfänger? Also ich habe meine Death stelle ich nie auf. Ich war trotzdem noch nie bei Anfänger. Also Herausforderer ist eigentlich immer plus 3. Kämpfer plus 4 und Eroberer plus 5. Wir können mal gucken. Belohnung. So, Kämpfer. Oh, da bin ich ja fast. Ich könnte eigentlich bis auf Kämpfer hochgehen. Weil dann würde ich nämlich pro Kampf plus 4 bekommen. Jetzt bekomme ich nur plus 3. Wäre eigentlich sogar besser. Das sollte ich eigentlich mal machen. Vielleicht sollte ich doch eine Verteidigung reinsetzen. Ah, okay. Also, pro Kampf bekommen wir dann unten, wie ihr seht. Aber ich denke mal, wir könnten einfach... Doch, komm, wir klatschen einfach mal eben einen weg. Komm, wir bomben nochmal. Ich hatte den Bomber gerade drinne. Warum nicht? Also, Bomber-Taktik ist nice. Hatte ich ja schon mal vorgestellt. Aber es ist so risky. Auf jeden Fall. Das, manchmal geht es auch voll in die Hose. Ich habe noch Barretta jetzt einfach mal mit drin genommen. Die kann auch versuchen, mal ein bisschen Stun, vielleicht ein bisschen Tackle. Ach, die sind auch viel zu... So schon viel zu schwach. Ballern wir die eben weg. Ganz oft schon... Kann einem, die Monster kennt man anfangs ja alle gar nicht. Und dann doch auf einmal die ganzen Bomben removed und so weiter. Also auf jeden Fall tricky. Aber so lernt man. Aus Fehlern lernt man auch immer am besten. Wenn man einmal, was ich, gegen Konamiya versucht hat, die Bob-Taktik anzuwenden, weiß man nächstes Mal, okay, sie kann die Bomben entfernen. Scheiße. Also das bleibt dann drinne. Auf jeden Fall. Hätte ich das... Oh, nein, den machen wir jetzt nicht. So, das gab jetzt aber gerade Punkte. Und ich habe jetzt gerade, können wir mal in den Shop schauen, Ehrenshop. Ich habe 275 Ehrenpunkte. Ja, was sollte man davon kaufen? Viele fragen mich, ja, Robbe, was meinst du, was soll ich im Guildenshop kaufen? Was soll ich mit der Ehre anfangen und so weiter? Also, wenn ihr auf jeden Fall, ob ihr neu anfangt oder schon im Midgame seid oder was weiß ich, Devilmon. Immer. Also ich würde euch raten, den immer zu kaufen. Immer. Auf jeden Fall kauft euch den. Auch wenn ihr gerade am Anfang seid. Ihr werdet nachher dankbar sein, dass ihr diesen Devilmon euch gekauft habt. Das ist so immer. Also ich würde den immer kaufen. 150 kostet, oder 190 kostet der, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr jetzt ganz genau, aber keine 200. Und immer. Damit könnt ihr eure Skills leveln. Das ist das allerwertvollste Monster in diesem Spiel. Zudem, was kann man noch gut kaufen? Ich würde euch raten, gerade in diesem Spiel braucht man Energie, um voranzukommen und auch diese Wings, nenne ich sie immer. So, und Energie könnt ihr hiermit relativ schnell pushen. Hier, Heiligtum der Energie erhöht euren maximalen Energieplatz um 10 jetzt bei mir. Ich habe es jetzt komplett ausgebaut. Ist etwas hoch vielleicht, ist auch sehr teuer. Habe es vielleicht etwas übertrieben. Allerdings habe ich jetzt statt 79... beziehungsweise statt 69 habe ich jetzt 79 Energie. Das heißt, ein Giant-Angriff und ein Szenario oder was weiß ich, nochmal extra. Und auch wenn ihr im Level up, wenn ihr ein Level aufsteigt, bekommt ihr auch immer direkt komplett voll nochmal wieder die Energie. Das heißt, wenn ihr sowieso mehr 10 Base-Energie mehr habt, bekommt ihr auch 10 Base-Energie bzw. 10 Energie mehr, wenn ihr Level aufsteigt. Deswegen habe ich das anfangs, habe ich mich sehr hier auf den, wie heißt der Gute? Heiligtum der Energie habe ich mich sehr stark drauf fokussiert, dass ich den hochlevel. Feenborn, warum habe ich den hochgemacht? Ah, der war wahrscheinlich so billig. Bringt es aber eigentlich auch nicht. Hier könnt ihr denn, hier Feenborn, Mana-Brunnen ist, keine Ahnung. Eigentlich bringt das fast, also bringt nicht viel. Deswegen würde ich das erstmal ignorieren. Auf jeden Fall, zweitwichtigste oder auch mitwichtigstes Gebäude neben Heiligtum der Energie ist auf jeden Fall die mysteriöse Pflanze. Da geht wirklich die Geschwindigkeit nochmal um einiges wird da runtergesetzt. Jetzt gerade bei mir 27, ich glaube 30 ist Max. Also 30% schneller wird die Energie regeneriert und das merkt man wirklich. Also das ist noch so ein Ding,
womit ihr auf jeden Fall anfangen solltet. Also mysteriöse Pflanze, Heiligtum der Energie, kann dann beides so auf 6, 7. Das geht eigentlich relativ zügig. So, und dann, ja, hat man jetzt unbedingt eine mystische Schriftrolle gekauft, habe ich jetzt gemacht, kostet 240, 260 oder sowas. Kann man, muss man aber nicht, ist recht nice, 240 Punkte, sage ich jetzt mal. Es sind auch relativ schnell gefarmt. Allerdings, ich habe mir mal so ein paar andere Gebäude angeguckt, und zwar ein bisschen weiter hier hinten, denn ich habe jetzt meinen Turm hier voll, mein Heiligtum Energie, dachte ich so, was gibt's denn hier noch so? Habe ich immer geguckt, ja, okay, 3 Attack prozentual mehr, ist jetzt auch nicht so die Welt, hier vielleicht nochmal für Lichtmonster was und so weiter. Und da habe ich mich heute mal mit befasst und deswegen auch dieses Video, weil ich war so erstaunt auf einmal. Ich dachte, what the fuck, was geht hier ab? Gefallener antiker Wächter. So, dieser Wächter kann sich nicht länger bewegen, doch seine aktive Kraft bleibt bestehen. Level 1 Crit Schaden plus 2%. Ne. 2%, was ist das? Das ist ja nix. So, da habe ich mal auf die Wiki-Seite geguckt. Ich habe sie hier gerade im Hintergrund offen. Und wir können diesen Riesen bis zur Stufe 10 upgraden. Wenn wir ihn auf 10 upgradet haben, gibt das 25% extra Crit-Schaden. Und dann dachte ich so, was? Was? 25% Crit-Schaden? Das ist eine halbe Rune. Also, das ist so krass. Das ist quasi die siebte Rune hier. Dieses Gebäude ist die siebte Rune. Und nicht nur das Gebäude ist die siebte Rune. Was gibt's noch? Antikes Schwert. Level 1 gibt 2% Attack. Ich schau mal wieder hier drauf. Auch dieses Gebäude gibt am Ende 20% mehr Attack. Was zur Hölle? Wenn ihr alle Gebäude upgradet habt, habt ihr, keine Ahnung, nicht nur 6 Runen, sondern 10 Runen. Das kann man fast so sagen. Zudem, zum Beispiel, Heiligtum der Dunkelheit. 3 Attack, was gibt das, wenn es voll ist? Nochmal 21% Attack mehr. Das heißt, 21% Attack hiervon. Plus die, was war das jetzt? Plus das antike Schwert sind 41% Base Attack mehr. Plus diese Crits, das ist so krass. Ich dachte, was, das kann es nicht sein. Ich so, okay, wartet mal. Wartet jetzt, wo gilt das alles? Dieser Boost hier, wo habe ich diesen Boost? Da habe ich nochmal geguckt im Internet. Man darf ja auch nicht immer alles glauben, was im Internet steht. Das ist, also glaubt nicht alles, was im Internet steht, überzeugt euch selber. Aber ich habe mich auch selbst überzeugt. Hier steht zum Beispiel, also erstmal dieses Schwert hier, dieses antike Schwert, dieser prozentuale Buff, den wir hier kriegen, diese 20% später, was auch wirklich sauteuer ist, also von 9 auf 10, ich blende es jetzt hier auch nochmal ein für euch, kostet 2175, das ist so mega viel. Ich weiß nicht, wie lange man dafür farmen muss, aber extrem lange. Aber der Bonus ist auch extrem. Also, 2% increased auf der Base Attack Power. Und von diese 2% können auch nicht durch Runen oder sonst noch irgendwas noch gesteigert werden. Also schauen wir mal rein. Wir gucken uns mal ein Monster an. Gehen wir mal einfach, nehmen wir jetzt einfach mal Raub. Gerade schön 500 Base Attack hat er. So, wenn wir jetzt 20% dazu rechnen, hätte er 600 Attack, sprich, er bekommt 100 Attack mehr. Habe ich das richtig erinnert? 10% sind 50, ja, 100 Attack bekommt er mehr, wenn wir dieses Schwert bauen. Jetzt ist er noch auf 5, es gibt auch Monster, die auf 6, die haben 900 Attack oder sowas, und dann ist das schon wesentlich mehr. Zudem bekommen wir dann ja noch 100 Attack von dem einen Gebäude oder 200 Attack, weil, sag mal, wenn das Monster 1000 Base Attack hat, gibt es jetzt keins, was 1000 Base Attack hat, aber doch, gibt's, klar. Der Phönix hat 1000 Base Attack. Wartet mal, über 1000 sogar. Ich weiß nicht, stehen die hier drin? Komm, lass mal reinschauen. Lade, lade. Komm, war das er hier? Der hat, okay, 988, aber ich meine, irgendeiner, warte, hatte über 1000. Aber ist auch egal. 1000 Base Attack. Plus dieses Schwert, 1200 Base Attack. Plus vielleicht nochmal dieses Gebäude, was für Dunkelheit, Licht, weil da war nochmal 20%. Das heißt, statt 1000 Base Attack haben wir dann 1400 Base Attack. Fast die Hälfte. Nochmal. On top, oben drauf. Was, wie krass. Und dann der Crit-Schaden noch. Und weiß was ich nicht alles. Hier, der hat 1098, sogar fast 1100. Das ist so krass, das ist einfach sowas von übel. Ich meine,
die Kosten für die Gebäude sind auch mega, mega teuer. Auf jeden Fall 2000 Ehre. Lang dauert das? Das müsste man sich mal durchrechnen. Ich habe gerade keinen Bock zu, weil es einfach auch noch für mich viel zu weit weg ist. Okay, wo, jetzt haben wir immer noch nicht darüber gesprochen, wo wir, oder wo dieser Bonus denn wirklich greift. Und ich habe mich immer schon mal gewundert, wir gehen jetzt einfach mal, ich habe ja diesen Riesen gebaut für den Crit-Schaden. Und wir gehen jetzt einfach mal in, einfach mal was Schnelles, was Leichtes, das soll nicht Ewigkeiten dauern. Gehen wir Halle der Magie 6 und starten einfach mal. So. Lade, lade, lade. Ich habe mich schon immer mal damals gewundert, wofür, komm, mach mal, go, wofür einfach hier, wofür dieser Verbündeten-Buff hier steht. Weil hier stand immer nur das Attribut drinne von dem Leader. Dasselbe, was soll der Quatsch? Also habe ich immer gedacht. Jetzt habe ich aber diesen Riesen gebaut und hier steht Crit-Schaden plus 2% durch den Riesen, den ich gebaut habe. Und das ist genau das, was hier greift auf Stufe 1, gibt da halt 2% mehr. Da dachte ich mal, nice, okay, es steht hier. Es greift auf jeden Fall, es funktioniert. Und es funktioniert nicht nur da, es funktioniert auch. Jetzt muss ich mal ganz gut schauen. Das Schwert. Es geht in Dungeons, in der Arena, in Guild Battles sogar soll es hier gehen. Und im Tower soll es auch funktionieren. Jetzt, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, nicht alles glauben, was da steht. Aber schaut einfach hier rein, ob es hier drin steht. Also hier funktioniert es auf jeden Fall. Guild Battle kann ich mal gucken, weil ich da schon fertig bin. TOA. Ich glaube es einfach mal, was da steht. Von daher, ich, selbst wenn es nur hier in den Szenarien, in Kairos Dungeons, was das ich gilt, ist das so, so heftig einfach. Einfach so heftig. Also ich werde jetzt auf jeden Fall dieses Schwert hier, die 10% mehr Attack, das sind insgesamt ungefähr 1000, 2000, ja keine 3000 Ehre. Klingt viel, 3000 Ehre. Aber dafür hat jedes Monster von euch 10% mehr Base Attack. Es gibt ja auch noch viele verschiedene andere Gebäude oder hier auch der Riese. 10% Critical Damage Increase, das sind 1000 Ehre. Roundabout jetzt, einfach mal gerade so dahergesagt. Also es kostet nicht wirklich viel und eure Monster haben wirklich einen großen Schub dadurch. Und das finde ich einfach mega krass. Wir können doch mal eben gucken. Auch mal Tower probieren. Ich habe übrigens Tower Stage 30 geschafft, auf Schwierigkeit hart. Nur mal eben, by the way, den Screenshot kann ich jetzt mal eben einfügen. Ich dachte nicht, dass ich es schaffe. Auf einmal war ich kurz vorm, ja quasi vom Finishen schon. Da dachte ich, ja scheiße, das hast du nicht aufgenommen. Okay, machst wenigstens Screenshots, zeigst das Team und so weiter. Also hier nochmal der Screenshot. Aber ich wollte jetzt mit euch nochmal gucken, ob das auch hier funktioniert. Steht ja da. Aber wie gesagt, nicht immer alles glauben, was im Internet steht. Gucken wir mal, verbindet Buff. Yes, funktioniert. Es ist so, es ist einfach krass, weil eigentlich, wenn ich euch jetzt ein Video zeige oder ein Video mache, Vero Solo Farm, und ich habe hier 20% Crit-Schaden drin, 10% Attack Buff und was weiß ich nicht alles, dann verfälscht das ja voll das Ergebnis, weil wenn ihr das machen, nachbauen würdet und ihr habt die Gebäude nicht, und das klappt bei euch nicht. Denkt ihr auch, ey, was ist das denn? Also, ich hab's nicht gewusst. Für diejenigen, die es jetzt gewusst haben, denken sie auch vielleicht, oh mein Gott. Aber für diejenigen, die es nicht gewusst haben, jetzt wisst ihr's. Bringt auf jeden Fall sehr viel. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Und gerade, ich denke mal, gerade die Spieler, die jetzt relativ neu dabei sind, was auch die meisten von euch sind, denke ich mal, dass es viele noch nicht gewusst haben und dass es einfach super krass ist. Und ich werde jetzt da wirklich ein Gebäude nach dem anderen ausbauen. Die Schriftrolle, keine Ahnung, lasse ich, glaube ich, erstmal raus. Devilmon auf jeden Fall. Und dann werden die Gebäude gepusht, gepusht, gepusht. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye.